Willkommen, meine Freunde, zu Planet Crafter. Das ist ein Spiel, das hat die letzten Wochen auf Steam relativ hohe Wellen geschlagen. Ich glaube, wir sind in der Zwischenzeit bei 96%, 97% positiven Bewertungen. Das ist natürlich für ein Spiel herausragend. Ähnelt ein bisschen Subnautica, manche sagen, es ähnelt ein bisschen Factorio. Oder wo ich mich auch erinnert habe, dann gefühlt ist No Man's Sky. So ein bisschen. Hat von allen ein bisschen was. Geht aber eher in die Richtung Subnautica. Wird auch noch stetig weiterentwickelt. Ist ein relativ früher Stadium, in dem wir uns befinden. Ich habe es die letzten Tage mal ein bisschen auf Twitch angespielt. Wenn ihr da auch mal mit dabei sein wollt bei sowas, gerne einfach mal meinen Twitch-Kanal mit abchecken. Habe ich in der Videobeschreibung. Und schauen uns jetzt die Welt an. Ich zeige euch das ein bisschen. Ich erkläre euch ein bisschen was. Und das werden wir auch so beibehalten quasi, dass wir einfach solche Spiele in Zukunft auf Twitch spielen und ich dann noch hin und wieder Videos hier auch auf YouTube dazu mache, euch dann die Fortschritte zeige, wie die Spiele funktionieren. Und für alle, die dann auch gerne die ganzen Videos auf YouTube nachträglich noch sehen möchten, es gibt tatsächlich auch einen YouTube-Kanal mit allen Twitch-Livestreams und Highlights. Alle Links dazu in der Videobeschreibung. So, ihr seht schon, wir sind auf einem riesen Planeten und in der Zwischenzeit haben wir einen blauen Himmel, der war am Anfang noch kacken. Hier, Dingenskirchen, braun, gelb, gelb ist es. Und wir haben auch überall Trümmer auf der Karte, also da hinten liegen Trümmer und da hinten sind Berge oder Steine und sowas. Da ist auch noch ein fettes Raumschiff, da war ich glaube ich noch gar nicht, oder? Da war ich noch nicht. Ich war da hinten bei diesem großen Stargate, wie es einer schön genannt hat. das haben wir auch erkundet. Generell geht es darum, wir müssen diesen Planeten terraformen. Und das Ganze funktioniert quasi so, dass wir, ihr seht oben rechts, diese Anzeige Terraforming Index. Wir gehen jetzt einmal kurz zurück nach Hause zu unserer Basis. Das ist quasi mein neuer Vorposten. Wir sehen unten links auch, wir haben ein Herz, das ist quasi unser Leben. Das spiegelt aber aktuell eigentlich nur das Essen wieder. Wir können aber auch Fallschaden bekommen, dann sinkt das Leben auch, aber wenn wir essen, dann steigt das Leben wieder. Also wenn man sich quasi beide Beine bricht und man isst wieder ein Schnitzel, dann sind die Beine wieder wie neu. Dann haben wir noch Wasser für... Naja, logischerweise. Und O2 ist quasi Sauerstoff. Wir müssen ja quasi atmen und das Atmen hier auf dem Planeten, ja, es ist ein bisschen kompliziert. Da haben wir unsere Stromanlage, sag ich mal, unsere Solaranlagen. Das Besondere auch in dem Spiel ist, dass egal wo ihr diese Solaranlagen hinbaut, die zählen für euren Stromindex. Also ihr habt quasi einen Strombedarf und egal wo ihr die Dinger hinbaut, die bringen euch quasi Strom. Also selbst wenn ich jetzt irgendwo in einer ganz anderen Zone hier bauen würde, bringen die mir trotzdem Strom. Das sollte man wissen. Übrigens, das ist unsere Ausgangslage hier. Diese kleine Kapsel. Da sind wir gespawnt, weil unser Schiff ist abgekackt. War hier halt nur was drin? Ne, nichts Besonderes. Dann haben wir so ein Crafting Terminal. Das ist so der erste, der Basic Crafting Terminal. So Crafting Terminal 1, wie ich ihn einfach mal nenne. Da habe ich mich in der Zwischenzeit hier schon mit meiner Hütte zusammengetan. Da kann man auch übrigens hochgehen. Ich glaube, ich habe hier noch keine Tür gemacht. Das ist so total sinnlos, dass man hier hochgehen kann. So, hier habe ich... hier können wir auch nicht rein. Aber jetzt, hier ist der Eingang. Da habe ich erstmal ein paar Schränke gebaut. Ne, für Ressourcen und so. Logischerweise, hier steht eine Heizung. So, und dann sehen wir hier unser Terraforming-Index. Aktuelle Stufe ist Wolken. Ne, wir hatten quasi am Anfang war... Ja, was war am Anfang? Nichts. Also quasi erstmal 0 und dann... Blauer Himmel war der Anfang, stimmt, blauer Himmel. Dafür haben wir 150 KTI gebraucht. Jetzt haben wir schon 740. Wolken war dann, glaube ich, 400 KTI und Regen wird es wahrscheinlich irgendwie 1000 KTI sein. Dann wird es regnen. Und die Dinger hier bringen übrigens Sauerstoff auf den Planeten. Da gibt es auch immer upgraded oder geupgradete, upgradebare Versionen von dem Ganzen. So, das ist jetzt die Version 2. Dann hier draußen haben wir die Version 3 schon gesehen. Die konnte ich leider nicht mehr bauen. In unserer Hütte drin. Und das Coole ist, die haben auch unterschiedliche Samen. Also muss quasi so Samen, die findet man auf der Karte. Und da gibt es auch unterschiedliche Sauerstoffmultiplikatoren. Zum Beispiel die hier bringen 300%. Ne? Wir haben jetzt quasi eine Base-Generation von 13 Sauerstoff pro Sekunde. Und der erhöht das dann nochmal. Und deswegen haben wir jetzt hier zum Beispiel 78 PPQ pro Sekunde. Was auch immer das heißt. PPQ. Blöde Kuh kenne ich, aber PPQ, keine Ahnung. Jedenfalls, das sind so Sachen, die muss man natürlich beachten. Zum Beispiel, das Ding hat nur 1,2 PPQ. Was sind da drinne? Ach, da sind Lirma-Samen drinne. So. Jetzt haben wir 4,8 PPQ. Das sieht schon besser aus. So, dann haben wir eine fette Heizung hier stehen. Die bringt uns Wärme. Da können wir hier unseren Terraforming
Score anschauen, der setzt sich aus Sauerstoff zusammen. Da haben wir aktuell eine 204 pro Sekunde Produktion. Dann Wärme, 48 pk pro Sekunde. Luftdruck haben wir npa pro Sekunde von 42. Und Biomasse haben wir auch schon. Stimmt, Biomasse. Das schauen wir uns gleich auch nochmal an. Ja, das ist eine Zweierheizung. Die Dinger sind auch immer komplizierter zu bauen. Zum Beispiel so ein Biodom anschauen, da braucht man Kobalt für Titan, wobei Titan ist einfach, Kobalt ist auch einfach. Aluminium ist schon ein bisschen kritischer zu besorgen und am kritischsten sind die Superlegierungen. Die sind nämlich echt kacke. Diese Superlegierung, die hasse ich wie die Pest. So, dann gibt es noch Kernreaktor T1. Gibt scheinbar auch noch andere Versionen von, die man im Laufe der Zeit freischaltet. Freischalten tut man quasi mit dem Terraforming-Index. Umso höher der geht hier, gibt es hier quasi einzelne Werte. Luftdruck, Wärme, Sauerstoff und Terraforming generell. Und umso höher das ist, desto mehr schaltet man frei. Hier zum Beispiel 875 gibt uns einen atmosphärischen Wassersammler. Dann den Grasstreuer habe ich schon gebaut. Den gucken wir uns auch gleich an. T3-Heizung könnte ich auch schon bauen. Blumentopf. Heizung T4. Ein Baumsamenverteiler. Okay, Baumsamen habe ich noch keine gefunden. Dann haben wir ein Schild, der einen beliebigen Text anzeigt. Okay. Algengenerator gibt es natürlich für Wasser dann. Ihr seht ja, aktuell haben wir noch kein Wasser. Ein Kernfusionsgenerator, der ist aber auch noch eine Weile entfernt. Wobei auch nicht mehr so weit, oder? Ah, doch, okay. Das ist ja NK und der will von mir irgendwie UK oder sowas. Keine Ahnung. Und dann last but not least ein Erzextraktor. Den habe ich auch schon. Das habe ich auch noch nicht ganz gecheckt. Ah, ich habe lauter Baupläne noch dabei gehabt. Schon, die können wir gleich entschlüsseln. Jetpack T2, toll, ich habe nicht mal den T1 Jackpot. Abbaugeschwindigkeit T4 und ein GPS-Satellit T2. Okay, oh, Innenbeleuchtung, auch interesting. Das ist ein, wie, zeige eine Karte der Umgebung. Ach, schau her. Aber dafür brauche ich so einen Mikrochip. Für Mikrochip müssen wir ja dann quasi in dem Ding hier meistens bauen, ne? Ich habe sogar ein T4-Abbaugeschwindigkeitsding, obwohl ich sagen muss, ich weiß nicht, was ich mit denen soll, weil ich finde die nicht so wichtig mit der Abbaugeschwindigkeit. Füg deinem Bildschirm einen Kompass hinzu. Das sollte ich vielleicht doch mal bauen. Aber zuerst sollte man vielleicht gucken, dass ich erstmal mein Exoskelett auf T2 erhöhe. Ich habe jetzt aktuell immer noch den T1. Und der ist halt echt nutzlos. Aluminium habe ich. Silizium, Magnesium brauchen wir dafür. Okay, lass mal kurz gucken. Silizium, Magnesium habe ich. Silizium habe ich auch. Das andere tun wir mal kurz alles rüber. Und verurteilt mich nicht wegen meiner Unordnung. Das ist klassische Krabbe. So, was war jetzt? Schon wieder vergessen. Ein Exoskelett ist kein Problem. Jetzt habe ich das Aluminium weggelegt, ich Ochse. Aluminium, Magnesium. Okay. Und natürlich das T1-Skelett noch. Das müssen wir kurz gucken. Das ablegen kann. Ja, das geht. Den Rucksack behalten wir drauf. So, dann bauen wir das T2. Können wir natürlich auch gleich ausrüsten. So, jetzt haben wir natürlich auch mehr Platz für Upgrades hier drin. Gut, gut, gut. Naja, stimmt, apropos. Wir wollten ja nochmal hochschauen. Wollte ich ja zeigen, wie es oben ausschaut. Das ist meine Essensanlage hier. Hier tut man Essen craften. Oder sammeln. Da tut man quasi die Samen rein in diese Nahrungszüchter. Die geben einem dann Essen über Zeit. Beim Ernten bekommt man quasi eine Frucht. Und die stellt dann quasi hier Gesundheit wieder her. Und man bekommt auch immer einen Samen wieder raus. Das ist übrigens unser T3-Crafter. Der ist dann für den Endshit zuständig. Zum Beispiel Sauerstofftank T4. Den habe ich, glaube ich, auch schon drin, ne? Ne, nicht mal. Ich habe den T3-Sauerstofftank. Der T4 ist gar nicht so schwierig zu bauen. Wir brauchen nur 3 Superlegierungen. Weil ich halt eher am Überlegen wäre, ein Raketentriebwerk zu bauen. Aber für so ein Jetpack. Dafür brauche ich Schwefel. Ich habe keine Ahnung, wo ich Schwefel herbekommen soll. Aber ich hätte Bock auf einen Jetpack tatsächlich. Aber was brauche ich dafür? Brauchen auf alle Fälle 2 Iridiumstäbe und Uran. 4 Stück, 4 Uran und Iridiumstärke. Hier ist übrigens noch eine Dreierheizung. Also ein richtig fettes Gerät. Die konnte ich nicht draußen bauen, die musste ich drinnen bauen, by the way. Keine Ahnung warum.
Weil ich jetzt hier. Oh, meine kleine goldene Statue, die ich gefunden habe in dem Schiff. Also, wir haben 3 Superlegionen, wir haben 2 Uran. Aber wir brauchen. Ja, oh, okay, Moment, das macht's interessant. Mir fehlt eine Superlegierung. Okay, wartet mal. Ich habe aber kein Wasser mehr. Ich verdurste vergleich, ne? Das war jetzt aber nicht so cool. Müssen kurz Wasser organisieren, bevor wir dehydrieren. Dafür brauchen wir Eis. Liegt meistens irgendwo rum, aber irgendwie habe ich jetzt gerade das Gefühl, dass ich jetzt hier wahrscheinlich gleich jämmerlich verrecken werde. Man kann am Anfang einstellen, was passieren soll, wenn man verreckt. Ob man zum Beispiel alles verliert oder nur ein Teil oder gar nichts. Ich habe mich jetzt hier für einen Teil entschieden. Wenn wir sterben, verlieren wir quasi einen Teil unseres Inventars. Das wollen wir ja nicht. Gucken, Superlegierung brauchen wir glaube auch Aluminium. Das ist übrigens mein T3. Welche Typ habe ich euch schon gezeigt, glaube ich. So, eine Wasserflasche. Oh. Nicht droppen, trinken. So, perfekt. Dann gehe ich jetzt kurz Eis suchen. Jedenfalls, die Story dahinter ist, wir sind ja quasi mit unserem Schiff abgestürzt, mit all den anderen Leuten, wo auch immer die alle sind, das ist noch nicht geklärt. Die wollten halt durch so ein Warp-Gate durch, das ist das fette Kreisding, was ihr da hinten gesehen habt. Ist aber irgendwas schief gelaufen und der Planet hat alle angezogen und so, mystisches Zeug. Ganz dramatisch alles, auf alle Fälle. Und wir müssen uns jetzt hier uns quasi zurechtfinden. Übrigens das Besondere auch, dass auf dem Planeten immer wieder Asteroiden einschlagen. Und diese Asteroiden bringen auch wieder Mineralien auf den Planeten. Ist aber egal, wir haben jetzt eh gerade den Wassersammler freigeschaltet. Regnet es jetzt schon oder? Schon, ne? 875 war es doch, glaube ich. Was ist das? Sieht voll komisch aus irgendwie. Ja. Da ist noch jede Menge Eis, aber ich habe die Befürchtung, dass das Eis irgendwann weg ist alles. Kobalt brauchen wir übrigens für Sauerstoff. Aus 2 Kobalt kann man einen Sauerstoff machen, den man sich im Laufe der Zeit reinpfeffern kann. Weil ich auch festgestellt habe, es geht auch deutlich einfacher, wenn man einfach die Mineralien mitnimmt und sich so über so kleine Zwischenstationen baut. Okay. Das ist auch interesting. Manchmal liegen hier auch einfach Kisten rum oder ich übersehe die ganze Zeit. Also erkunden empfiehlt sich auch auf alle Fälle. Tja, und wofür bräuchte man jetzt hier noch einen 40%igen Abbauboost, wenn es eh relativ schnell abbaut? Das ist halt die Frage, ne? Ich glaube, Regen war bei 1000, nicht bei 850. Mal gucken, wie es dann ausschaut. Man kann ja angeblich den ganzen Planeten grün machen. Gucken wir mal. So, jetzt machen wir erstmal kurz Wasser. Man braucht halt leider Wasser auch für echt viele Sachen zum Craften mit. Genauso wie Sauerstoff. Vor allem für Erkundungstouren. So, das können wir dann auch gleich wieder alles hier reinschmeißen. Blub, blub, blub. Eine Wasserflasche nehme ich mit. Warte mal ganz kurz, ich habe 1, 2, 3, 4 Superlegierungen. 1, 2 Uran. Ich habe. Haben wir genug Iridium? Das könnte auch langen. Ich überlege gerade, wenn wir das Eis wieder alles wegpacken, weil wir es nicht brauchen. Mal kurz alles mitnehmen, was wir eigentlich bräuchten für so ein Jetpack. Das noch, das Zeug hier. Den einen Uran. Uran. 3, 4. Bauen wir erstmal ein. Lassen wir das so schnell einbauen. Ein Raketen, den können wir auf alle Fälle bauen. So. Ein Raketentriebwerk haben wir gebaut. So, dann müsste ich so ein Ding bauen. Dafür fehlen mir noch 2 Iridium. Ist erstmal kein Problem. Ich weiß, wo ich welches finden würde. Mal gucken, ob wir noch irgendwo welche im Lager haben. Nö. Okay, also wir brauchen auf alle Fälle 2 Iridium. Das sollte mal das erste. Das kann ich dir erstmal wieder weglegen. Das auch. Das Ding ist, wenn man auf Erkundungstour geht, möchte man eigentlich grundsätzlich immer Platz im Inventar haben. Wir können kurz noch ein paar Wasserflaschen machen. So viel Eis braucht man eh nie im Leben. Hatte ich das Eis die ganze Zeit im Schrank und hätte mir einfach Wasser machen können? Ich befürchte fast. Peinlich. Okay, Uran noch mit weg. Nahrung, nehmen wir mal 2 mit. Das Kobalt tun wir noch mit weg. Ich habe mir eh eine Station weiter vorne gemacht. Gut. Jedenfalls das Ding mit den Stationen ist nämlich, dass man die natürlich problemlos nutzen kann, um dann da Sauerstoff wieder aufzufüllen. Dann braucht man nicht die ganze Zeit diese Sauerstoffkapsel mitschleppen.
In Zukunft soll es dann auch so sein, dass es dann quasi prozentuale Generierung gibt. Quasi zufällig erstellte Welten und so ein Blödsinn. Weil ich ja generell immer finde, so, wenn die Welten mit Hand gemacht sind, ist sicherlich auch nicht schlecht. Kann Vorteile haben. Ist ein bisschen mehr Liebe zum Detail. Ah! Meine Dingenskirchen ist fertig. Mein erstes Gras auf dem Planeten, was ich relativ schön finde. Unser erster grüner Abschnitt auf dem gesamten Planeten. Oh, es ist hübsch. Also ist nicht hübsch, total hässlich eigentlich, aber egal. So, wir müssten jetzt eigentlich wieder abbauen können, normalerweise. So, und dann müssten wir eigentlich auch alles zurückbekommen, was uns das gekostet hat. Und dann können wir nicht einfach hergehen. Und können das... Ah, ach so. Habe ich den unterbrochen, während er noch nicht fertig war? Das wäre natürlich dumm. Ich den abgebrochen? Also war der noch gar nicht fertig? Ah, das kann natürlich sein, dass er noch gar nicht fertig war und ich Ochse einfach hergegangen bin und den dann entfernt habe quasi. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Okay, also es ist dunkel übrigens, für alle, die es nicht mitbekommen haben, es ist Nacht. Jetzt habt ihr es auf alle Fälle mitbekommen. Wir gehen hier kurz in die Hut rein. In meine neue Basisstation. Also das soll eigentlich mal mein Hauptlager hier werden. Da müssen wir dann langfristig eh noch alles für umbauen. Alles umverlagern und so, bla, also das Zeug da unten, das ist da unten ein bisschen problematisch gewesen, das ist gar kein Platz. Aber als erste Basis hat es erstmal getaugt. Das war ganz in Ordnung. Ich hoffe auch, dass es in dem Schiff da hinten Aluminium gibt, weil Aluminium ist so ein bisschen Krise aktuell. Hoffe ich auch mal, dass mir das Ding hier nicht auf den Kopf fällt. Was ist hier? Magnesium, Titan. Hier gibt es jede Menge Iridium. Ich habe halt nur Angst, dass mir das Ding hier, dass das Ding hier irgendwann alles einstürzt, weil ihr seht schon, das sieht alles sehr... Ja. Nicht wirklich vertrauenserweckend, ne? Sagen wir es mal so. So, aber jedenfalls mal her mit dem schönen Iridium. Dankeschön. Was ist das? Oh, Aluminium, oder was? Oh, geil. Wie einfach random Aluminium rumsteht hier auch. Nee, das ist Magnesium, oder? Nee, auch Aluminium. Manchmal kann es auch sein, dass solche Gebiete dann hinter... so Abschnitten feststecken, oder wie man das sagen würde, so Barrieren. Und die Barrieren bestehen meistens aus Eis und die schmelzen dann quasi im Laufe der Zeit. Kann man quasi erst hin, wenn es dann soweit fortgeschritten ist, alles. Quasi so Barrieren für den Spieler, dass da nicht zu viel Fortschritt ist, ohne dass man da eigentlich hin sollte zu dem Fortschritt schon. Oder dass man nicht einfach das gesamte Spiels gibt. Natürlich auch eine Möglichkeit. So, das gesamte Aluminium gehört erstmal uns. Das Iridium nehmen wir auch noch mit. Das ist nur wieder scheiß Eis. Riecht eigentlich auch nicht wirklich Fallschaden. Aber man soll es nicht übertreiben. Mit dem Runterfallen. Ansonsten tut es dann doch immer irgendwann weh. Fun Fact, ich war übrigens noch nicht drin. Ne? Das ist mein erstes Mal hier. Und... Sind wir schon wieder draußen aus dem Ding? War das alles an Iridium? Nee, da ist doch noch voll viel. Muss nur kurz aufpassen. Ballern uns mal kurz Wasser und Sauerstoff rein. Später soll es dann auch noch Fahrzeuge geben im Spiel, habe ich gelesen. Multiplayer ist geplant. Mehr Sachen zum Bauen, mehr Sachen zum Freischalten. Neue Events und solche Geschichten. Das Spiel ist übrigens auch darauf ausgelegt, dass es keine Feinde gibt. Das heißt, ihr werdet nicht von irgendwas angegriffen. Es wird zwar eine Story geben zu den Planeten, aber es ist nicht so, dass ihr damit rechnen müsst, dass ihr sterbt. Durch irgendwelche Tiere oder irgend sowas. Das wird nicht passieren. Und das finde ich auch tatsächlich einen coolen Ansatz. Ich meine, klar ist nicht für jeden was. Viele Leute haben gerne was, wo sie kämpfen müssen oder töten oder um ihr Leben kämpfen. Aber es ist auch schön einfach mal, dass es Spiele gibt, die das halt nicht machen. Die halt sagen, nein, wir verzichten auf diese Kampfkomponente bewusst. Das ist eine interessante Herangehensweise. Zum Beispiel No Man's Sky verzichtet auch nicht auf diese Herangehensweise, also verzichtet auch auf die Herangehensweise, da gibt es ja auch die Option zu töten und getötet zu werden, also deswegen gibt es relativ wenig Spiele, die auf solche Punkte verzichten. Gut, also der ist hier wieder fett am Gras sprühen. Ich frage mich halt echt, ob ich den zu früh unterbrochen habe oder ob der einfach aufhört mit dem Scheiß. Nein, der hat bestimmt schon 68%, 69, 70.
Sehr merkwürdig. Es müsste übrigens jetzt rein theoretisch regnen können. Es regnet noch nicht gut. Wir kümmern uns weiter um den Jetpack. Erstmal kurz meinen Sauerstoff wieder auffüllen. Tschüss. Und dann einmal kurz nach unten wieder in unser aktuelles noch Hauptlager. Übrigens, falls ihr das Ganze auch gerne mit anschauen wollt, wie ich schon gesagt habe, denke nächste Woche, Dienstag, Mittwoch, also das Video wird wahrscheinlich voraussichtlich Samstag erscheinen, das heißt dann nächste Woche, Dienstag, Mittwoch, werde ich wahrscheinlich wieder The Planet Crafter auf Twitch auch spielen. Die Zeiten findet ihr auch auf der Twitch-Seite von mir selber. Aber genug der Werbung. Aber ist ja mein eigener Kanal, da kann ich hier Werbung machen, was ich will. Übrigens hier fetter Bohrer. Hör ich häufiger. Papi ist heim. Papi hat lauter Iridium dabei, was er jetzt gerne zu einem Iridium-Stab machen würde. So, dankeschön. So, danke. Also ich sag's euch, das mit dem Iridium ist schon Krise auch. So, zwei Uran, eine Superlegierung und dann ein Titan noch. Okay, das ist alles kein Problem. Hallo. Ein Uran, eine Superlegierung, ein Titan. Das ganze Zeug kommt weg. Ich sag mal so, ich hab ein bisschen Probleme mit dem Platz hier. So ein ganz kleines Platzproblem. Aber ich arbeite dran. Ich habe auch geplant, dass man rein theoretisch so ein Lager macht, wo jede Kiste eine eigene Mineralie beinhaltet, dass man auch mal entspannt bauen könnte, rein theoretisch. Habe ich blödes Ochsenkind jetzt echt vergessen, das eine Uran mitzunehmen. Das ist schon beeindruckend, wo habe ich denn das hingelegt? Jetzt, was habe ich jetzt gemacht? Hä? Warte mal, was? Ach, lol. Man kann einfach... Gut, das habe ich noch nicht gewusst bis gerade eben. Schön. Wieder was dazugelernt. So, aber Raketentriebwerk 2 und dann jetzt Jetpack T1. So, und den können wir wahrscheinlich auch gleich ausrüsten. Und erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit. Das probieren wir doch gleich mal aus. Das würde ich doch gerne mal sehen. Oh, es regnet. Ich verreck. Und woher weiß ich jetzt, wie lange der mich trägt? Okay. Aha. Aber woher? Antrieb 150. Also es ist quasi unbegrenzt, oder was? Ja, das ist interesting. Ja gut, immerhin, jetzt haben wir ein Jetpack. Ist doch auch mal was. Und es regnet. Das ist das erste Mal, dass es regnet. Und diese unfassbare Ehre habt ihr hier auf YouTube, euch das mit anzuschauen. Ich hoffe, es freut euch. Okay, dann schauen wir mal ganz kurz, wie es jetzt hier weitergeht am besten. Ich weiß es nämlich auch noch nicht so genau. Stiefel haben wir schon. Die Stiefel. Habe ich schon die T2er. Ja. Exoskelett haben wir auch schon. Sauerstofftank und so. Das ist ja was für die anderen Jungs oben. Okay. Wir brauchen auf alle Fälle noch Schwefel und Osmium. Ich habe keine Ahnung, woher mit dem Zeug. Drei Superlegierungen und ein Kobalt bräuchten wir noch. Dann könnten wir zumindest noch den besseren Sauerstofftank machen. Ich habe drei. Dann sollten wir das doch auch gleich mal craften, wenn wir schon die Chance dazu haben. Und ein Titan. Natürlich mit dem... Ich bin auch immer so blöd. Ich weiß nicht, warum ich mal hier lang laufe, statt dass ich immer direkt dorthin laufe. So als ob irgendwie ich einen geistigen Fehler hätte oder so. Ach, Titan haben wir schon. Dann haben wir auch gleich noch den besseren Atemrucksack. So, dafür schmeißen wir dich erstmal raus. Basis ist 100. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen Sauerstofftank T4. So. Und jetzt haben wir 370. Edel. Edel, edel. Tja, es gibt natürlich auch noch sowas wie ein Wassersammler. Hm. Das
Das mit der Schreddermaschine habe ich eh noch nicht gecheckt. Dafür braucht man auch Osmium und Schwarzpulver. Keine Ahnung, wo ich Schwarzpulver herbekommen soll. Eine Recyclingmaschine gibt es auch noch. Keine Ahnung, was ich da recyceln soll. Das habe ich noch nicht herausgefunden, solche Sachen. Aber ein Wasserdings, Aluminium. Ah, wir haben keine Superlegierung. Kobalt, Eisen, Magnesium, Aluminium. Kobalt, Eisen, Magnesium, Aluminium. Magnesium. Dann Kobalt sollte ich eigentlich haben. Magnesium, Aluminium, Eisen. Eisen haben wir. Nur das mit dem Kobalt stellt sich wieder ein bisschen als problematisch heraus, sehe ich gerade. Ja, deswegen empfehle ich da auch ganz klar, dass man so ein richtiges Lagersystem sich baut und dann so also wirklich auch mehrere Schränke macht mit einzelnen Ressourcen. Wenn ihr dann mal vorhabt zu bauen eine Weile, dann baut ihr eine Weile, weil ihr habt eigentlich alles an Ressourcen. Ansonsten geht es euch wie mir eigentlich die ganze Zeit, dass ihr alle paar Sekunden wieder irgendwie euch den ganzen Scheiß holen müsst. Das, was ich hier treibe, ist halt echt nicht ideal. Ist es jetzt schneller eigentlich mit dem Fliegen oder täuscht das? Ja, kann schon schneller sein. Kann schon sein, dass es schneller ist. Ich bin halt nicht zu 100% sicher, aber gut. So, also bauen wir uns jetzt hier nochmal eine Superlegion. Passt. Dann brauchen wir noch ein Silizium. Silizium haben wir auf alle Fälle, das weiß ich. Da bin ich mir zu 70% sicher. Bin ich mir zu 30% sicher. Zu 100% sicher bin ich mir da. Und dann gehen wir nochmal raus und bauen mal einen atmosphärischen Wassersammler. Dafür fliege ich hier mal ganz gemütlich an all dem hier vorbei. Hier ist übrigens alles voll mit Eis. Jetzt hoffe ich nur, dass ich auch genug Energie noch habe. Ansonsten bricht mir gleich wieder das Energienetz zusammen. Das wäre jetzt nicht das erste Mal. Okay, den bauen wir natürlich hier mit hin. So, baue ich den hier hin, hätte ich gesagt. So. Ja, das ist leider ein Mineral hier im Weg. Okay. Aha. Okay. Also wir kriegen hier Wasserflaschen raus. Gut zu wissen. So, wie schaut es hier aus? 100%. Und wenn ich jetzt hergehe und das wieder wegmache? Dann ist das Gras auch wieder weg. Okay, das ist interessant. Also das verstehe ich nicht aktuell. Also es ist quasi einfach erstmal da, dass wir ein bisschen Gras erzeugen. Gut. Mal gucken, ob es noch andere Möglichkeiten gibt, das Ganze grün zu machen. Wir werden es bestimmt langfristig herausfinden. So ein super Ding und Kernreaktor kannst du auch bauen. Das habe ich auf alle Fälle vor. Dafür brauchen wir noch lauter Superlegierung. Da sehen wir uns dann auf Twitch wieder. Ansonsten für alle, die weiter auf YouTube treu bleiben. Wie gesagt, ich packe auch den YouTube-Kanal mit den Videos in die Beschreibung. Und dann sehen wir uns hier auf dem Kanal für alle Fälle wieder, wenn ich das nächste Video mache. Das kann in 2-3 Wochen sein. Dann werden wir auf alle Fälle wieder ein gutes Stückchen weiter sein. Danke fürs Zuschauen, euch allen noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.